Wir dürfen heute Range Rover fahren, und zwar den Land Rover Range Rover Sport 3.0. Er wurde uns freundlicherweise von der Sachsengarage zur Verfügung gestellt. Range Rover ist die Edelmarke von Land Rover, dementsprechend luxuriös geht es zu. Weil die Ausstattung so vielfältig ist, lese ich sie euch am besten einfach mal vor. Metallic-Lackierung, ein beheizbares Multifunktionslenkrad, Premium-Schaltwitten, Teppichmatten mit Kontrast, Einfassung vorne und hinten, In-Control-App, Meridian-Sonnensystem mit 825 Watt, ein Digitalradio, ein virtuelles TFT-Instrumententafel, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Und eine Standheizung mit Fernbedienung. Wer an sportliche SUV denkt, denkt meistens an Porsche oder vielleicht noch Mercedes-AMG-Varianten. Dass aber auch ein Land Rover sehr, sehr sportlich sein kann, beweisen die Briten mit diesem Range Rover-Modell. Überrascht bin ich über das gute Fahrwerk. Zwar handelt es sich hierbei um ein riesiges Schiff, jedoch fühlt man sich nie wie ein Kapitän auf hoher See. Ganz im Gegenteil, alles ist sehr stabil und sehr griffig und gleichzeitig äußerst komfortabel. Was den Komfort betrifft, lässt dieses Auto eigentlich keine Wünsche offen. Der Range Rover Sport 3.0 SDV6, wie er offiziell heißt, verfügt über einen 3 Liter Dieselmotor mit 308 PS. Der Range Rover Sport verfügt über ein adaptives Fahrwerk, aber natürlich lässt es sich auch manuell verändern. Wir haben hier Einstellungen für Schnee, für unwegsames Gelände, für Sand und für richtig extrem schlechtes Gelände. Zudem verfügt er über eine Abfahrtsfahrhilfe und sogar die Höhe des Fahrwerks lässt sich dem Untergrund anpassen. Natürlich lassen sich auch Telefone und Bluetooth, MP3-Player problemlos anschließen. Aufgrund seiner Größe ist der Range Rover natürlich nicht für die Stadt geeignet. Er verfügt über einen relativ hohen Wendekreis. Trotzdem ist er sehr gelenkig. Allein die Rückfahrkamera erleichtert das Einparken enorm. Die Spiegel geben einem richtig viel Rundumsicht und man hat nie das Gefühl, nicht zu wissen, wo das Auto auf der Straße sich gerade befindet. Jetzt waren wir mit dem Auto im Gelände, mit dem Auto in der Stadt. Schauen wir uns doch mal an, was er auf der Autobahn macht. Einen Tag lang durften wir jetzt den Range Rover Probe fahren und ich muss sagen, ich stehe normalerweise SUVs recht skeptisch gegenüber, aber dieses Auto macht verdammt viel Spaß, es bietet verdammt viel Platz und es ist viel, viel sportlicher, als ich es erwartet hätte.